Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part von Zielers Top 11. Heute Episode Nummer 4 und in der letzten Episode durftet ihr wieder abstimmen, für wen ich denn Zieler ins Tor stellen soll, beziehungsweise bei welchem Verein Zieler seine nächste Runde drehen soll. Und es gab viele, viele Vereine wieder und im Endeffekt hat gewonnen Borussia Dortmund. Und die werden wir heute in der Episode also hart rannehmen, mal richtig schön informieren über den Verein und dann im Endeffekt natürlich auch mit dem Team spielen. Warum das Ganze nicht gut geklappt hat, zeige ich euch später noch. Wenn ihr wieder abstimmen wollt für die nächste Episode, ist der Link diesmal wirklich in der Videobeschreibung. Hoffe ich zumindest, dass ich es wieder nicht vergessen habe. Im Endeffekt ist es aber immer da, also keine Sorge. Da könnt ihr wieder abstimmen für die verbleibenden Teams, welches ihr davon sehen wollt. Wenn ihr einen Daumen hoch auf das Video geben würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch gefallen hat, wäre das eine wirklich nette Geste und unterstützt mich wirklich sehr. Weitere Unterstützung, Sennheiser und Kinguin in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr bei beiden mal vorbeischauen, wie PS1 Guthaben, Max Guthaben oder Headsets. Gut, generelle Informationen über den BVB Borussia Dortmund. Gegründet am 19. Dezember 1909, deswegen BVB 09. In der Bundesliga seit 1976. Trainer momentan Jürgen Klopp, letzte Platzierung, der zweite Platz. Momentan, glaube ich, auf Tabellenplatz 15 nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Diese Saison läuft ja bekannterweise nicht so dafür gut in der Champions League, wo sie momentan ebenfalls aktiv sind. Ja, im DFB-Pokal auch noch nicht rausgeflogen und den haben sie bereits dreimal gewonnen. 65, 89 und 2012. Natürlich gehe ich hier seit der Gründung der Bundesliga mit den Meisterschaften. Und das waren 95, 96, 2002, 2011 und 2012. Davor auch schon einige Male, also vor 1963, 64 der ersten Saison der Bundesliga. Allerdings könnt ihr, wenn euch das interessiert, mal bei Wikipedia nachgucken. Gut. Wir kommen dann zum Teambuilding und da haben wir natürlich wieder im Tor unseren Ron Robert Zieler. Wir sehen ihn hier und wir spielen im 4-3-3-4, denn wir haben viele Flügelspieler bzw. Außenverteidiger, Innenverteidiger und so weiter und so fort. Ihr seht, die Bank ist schon gut gefüllt. Und die Innenverteidigung besteht dann gleich mal aus einem Weltmeister und einem griechischen Spieler. Ich denke mal, das ist klar, wer da reinkommt. Subotic nur auf der Bank, dementsprechend, ja, Hummels auf der linken Verteidigerposition und auf der rechten Seite haben wir dann hier erstmal noch Subotic, der kommt aber auf die Bank und dafür kommt Sokratis Papastathopoulos in die Startelf. Hat sich aber momentan das Wadenbein gebrochen, fällt aber zum Glück nur zwei Wochen aus, gut für den BVB, denn der ist ein richtig guter Verteidiger. Rechtsverteidiger einer der besten im Spiel, Lukas Piszczek, relativ teuer, aber trotzdem richtig gute Werte. Linksverteidiger Marcel Schmelzer dürfte auch bekannt sein, einer der besten deutschen Linksverteidiger im Spiel. Allerdings nicht so wirklich benutzbar. Dafür Medium-Medium-Workrats, was ganz gut ist. Gündogan als erster ZM. Er mit Forster-Skills ausgestattet. Eine richtig nice Option auf dieser Position. ZOM haben wir dann einmal Shinji Kagawa als Sechser. Beziehungsweise als Achter spiele ich den, weil ich da auch notfallsweise Bender hinstellen könnte, aber den Inform Kagawa trotzdem einbauen wollte. Mkhitaryan dann als Zehner. Man könnte auch Sahin da hinstellen oder ins zentrale Mittelfeld, aber wir machen es mal so. Blaschikowski auf der rechten Flügelposition. Könnte man Aubameyang hinstellen. Habe ich hier nicht gemacht im Sturm. Dann Ciro Immobile. Ich weiß, Aubameyang Inform wäre auch gegangen, aber Immobile ist einfach der normale Stürmer und deswegen steht er da auf der linken Flügelposition. Haben wir dann linken Mittelfeldspieler und den besten Spieler des Teams. Zusammen mit Mats Hummels am höchsten bewertet ist das Marco Reus. Das Team insgesamt relativ geil eigentlich, hat aber auch seinen Preis. Wenn ihr den Kader so wie ihr ihn jetzt hier seht, mit Weidenfeller im Tor kaufen wollt, kostet das Ganze ungefähr 230.000 Coins. Natürlich die Bank nicht mit einberechnet. Geht also noch ganz gut klar und wir kommen zu den Spielen und naja, ihr seht hier, warum nur zwei Spieler heute mit am Start sind, denn ja, die Verbindung wurde unterbrochen direkt nachdem der Screen kommt und das ist mehrmals passiert und im Endeffekt habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich nur zwei Spiele reingeschnitten habe, weil es einfach nicht ging mehr zu spielen. Es tut mir leid, aber immerhin bringe ich hier zwei Spiele und damit diese Episode. Das erste Spiel gegen Two und das ist ein Hybrid mehr oder weniger aus Chelsea, Bundesliga und Dumbia vorne drin. Einfach vollkommen sinnlos hingeklatscht. Sieht aber an sich relativ stark aus und naja, mal sehen, wie wir uns dagegen schlagen können. Wir gehen in die erste Szene der Partie und da sehen wir gleich mal uns am Drücker und zwar in der Offensive. Wir gehen nach vorne, die Flanke in die Mitte und in der Mitte steht nur einer und zwar ist das Marco Reus mit dem Kopfball zum 1:0 und das war relativ nice, denn von Reus hätte ich am wenigsten Kopfballtor erwartet, aber er macht hier eins und das war ein ziemlich nicer Einstand in die Partie. Dementsprechend die 1:0 Führung und es ging weiter mit guten Aktionen nach vorne. Allerdings, naja, war das Ganze ein bisschen kritisch. Der Schuss von Lewandowski, nicht von Lewandowski, Blaschikowski hier an die Latte und es ging weiter nach vorne. Durchgang 2, der Pass auf Mkhitaryan und der ist schnell, der ist overpowered, den liebe ich ja richtig, geht an Azpilicueta vorbei, geht am Keeper vorbei und macht das 2:0 in der 49. Spielminute. Wunderbar gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Mkhitaryan, der Armenier, einfach ein richtig geiler Spieler dieses Jahr mit dem 5-Star Weave und dem 4-Star Skills. Kann man sich nicht beschweren. Und es ging weiter mit einer richtig, richtig starken Leistung in der Partie. Gündogan mit dem Ball auf Immobile, der mit dem Lob auf Blaschikowski. Der steht frei vorm Tor. Und der noch erneute Lob über den Keeper zum 3:0. 64. Minute. Sein Teamkollege Weidenfeller kann da absolut nichts machen. Und das ist natürlich die Entscheidung zum Ende der Partie hin. Aber der Gegner wollte zurückkommen, schaffte das jedoch nicht. Deswegen brach er das Spiel einfach ab. Relativ
relativ, naja, bitter, dass er das machen musste, aber manche Leute sind halt so, dass sie nicht verlieren können. Ist aber auch nicht so schlimm, denn so können wir direkt zur nächsten Partie dieser Episode gehen. Und die ist gegen dieses Team, hat mich ein bisschen überrascht, 83er Bewertung, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, mit Pogba, Ibabo, Tevez, Vidal und Hernandez und so weiter und so fort. No Hart im Tor, ohne Chemie, und das sollte sich bemerkbar machen. Trotzdem natürlich ansonsten das Team absolut bombastisch, vor allem vorne die overpowerte Kombination aus Ibabo, Pogba und Tevez. Pogba vor allem noch Attributkarte vorne drauf geklatscht. Und das merkte man einfach. Ibabo, die Pace-Hure geht hier durch. Und gegen Pace-Huren kann auch Zieler nichts machen. 1:0, 14. Minute. Die frühe Führung durch den Kolumbianer. Wahnsinnig nicht schlecht gemacht. Aber natürlich bitter ausgerechnet durch Ibabo. Und es ging weiter mit Chancen für den Gegner. Pogba kommt hier irgendwie Lüdi mit dem Pass auf Tevez durch. Der nochmal zurück auf Pogba. Der Schuss und gute Parade von Ron-Robert Zieler, unserem Mann der Episode. Beziehungsweise unser Mann, um den es in dieser Serie geht. Dann mal ein Angriff von uns. Immobile mit dem Pass auf Reus. Die erste Chance, das erste Tor. Hart natürlich ohne Chemiesen. Hätte den Ball eventuell gehabt. Aber so macht Marco Reus seine nächste Bude und den Ausgleichstreffer, und es ging direkt weiter. Immobile erläuft einen Fehlpass von Hernandez, geht in den 16er hinein, die doppelte Ballrolle, der Schuss in den Winkel und das 2:1 direkt. 2 Minuten später, wunderbares Tor vom Italiener, diesen Sommer ja von Torino zu Borussia Dortmund gekommen, und dementsprechend jetzt die Führung für uns, was natürlich sehr nice war, weil so konnte es weitergehen, dachte ich mir zumindest. Allerdings, naja, versuchte der Gegner wiederzukommen mit Pogba mit dem Schuss, und wieder ist Zieler da, richtig gute Parade, und Ibabo passt den Ball dann einfach ins Aus, warum auch immer, weiß der Gegner wahrscheinlich selber nicht. Pass auf Mkhitaryan nach vorne, der setzt sich durch, macht das wunderbar, steht frei vor Hart und macht das 3:1, 45. Minute noch vor der Halbzeit. Die 3:1 Führung war, denke ich mal, relativ in Ordnung, kann man auf jeden Fall so machen, so ging es in die Halbzeit, und danach versuchte wieder mein Gegner zu Pace abusen. Ibabo kann sich gegen Hummels durchsetzen, der kommt da nicht hinterher, genauso wie kein anderer Verteidiger im Spiel, der Schuss und das 3:2. Zieler mit schlechter Positionsspiel, obwohl er eigentlich Gutes hat, aber wir kennen ja das Positionsspiel der Keeper in FIFA 15, da kann auch Zieler nichts für. Immobile geht frei durch, 58. Minute, der Schuss in die Ecke, trocken zum 4:2. Also die erneute 2-Tore-Führung, wunderbar. Jedoch war mein Gegner ja eine richtige Pace-Suche vorne mit Ibabo, und da spielte der eiskalt aus. Pogba kriegte den Ball. Naja, das hat nichts mit Pace zu tun, sondern eher mit der Engine der Keeper. Der Schuss in den Winkel. Warum Zieler da gerade so springt, dass er den Ball auf keinen Fall bekommen kann, weiß er wahrscheinlich wiederum selber nicht. Schönes Tor trotzdem von Pogba, kann man sich nochmal angucken. Richtig schön in den Winkel geschnürt. Zwar nicht aus so großer Distanz, aber trotzdem an sich eine sehr schöne Bude. Es ging direkt weiter. Der hat jetzt Blut geleckt. Ibabo frei vom Tor. Zieler mit dem guten Reflex, aber wir kennen ja FIFA 15. Der Ball geht ins Tor durch den Kopfball von Ibabo, durch den Nachkopfball quasi, und dementsprechend der Ausgleich. Allerdings lasse ich mich natürlich nicht unterkriegen. Reus über außen war natürlich OP as always. Der Ball auf Immobile, der direkt, und der Finalschuss ins Tor zum 5:4 in der 76. Minute. Das war so ein bisschen die Entscheidung. Danach mein Gegner war nur noch selten vorm Tor. Einmal hat er es noch geschafft in der 90. Ibabo pace durch. Was macht Ibabo frei vom Tor? Er scheitert, weil Zieler den Ball gut wegrätscht. Klasse Tat von unserem deutschen Nationalkeeper Nummer 3. Und damit war es das von dieser Partie. Der zweite Sieg in der zweiten Episode, beziehungsweise im zweiten Spiel der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich entschuldige mich nochmal, aber man kann halt nichts dagegen machen, dass die EA-Server momentan so spacken, beziehungsweise mich nicht spielen lassen wollen. Ist auch ein Problem bei 7 Minutes Squad. Ihr seht es auch da später noch. Naja, was willst du machen? Flop der Episode, dazu kommen wir jetzt, Gesamtbewertung. Natürlich auch am Ende noch. Kagawa war für mich der Flop der Episode, einfach aus dem einfachen Grund, dass der Junge zu klein ist und zu wenig Physics hat. An sich nicht schlecht mit Pace und Dribbling, aber der kann halt sonst nichts wirklich gut. Passen ist in Ordnung, Shooting ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Der Schuss ist nicht besonders berauschend, das Passspiel auch nicht. Forster-Skills sind ganz nice, aber wenn dann als Zehner, auf keinen Fall als ZM, und selbst da fehlt ihm noch ein bisschen Körpergröße und Physics und eventuell noch ein bisschen Pace. Deswegen eher nicht so mega bombastisch, zwar nicht schlecht, aber ja, irgendwie musste ich herauspicken. Und beim MVP war es nicht besonders einfach, aber ich habe mich jetzt für einen entschieden, und ihr erwartet es wahrscheinlich schon, es ist natürlich Marco Reus, ohne Kompromisse, der beste Spieler in diesem Team, ohne Frage natürlich auch der Nationalspieler der besten überhaupt in Deutschland, und das zeigt er auch in diesem Team und in diesem Teil von FIFA 15 wieder. Ja, ich denke mal, da können mir viele von euch zustimmen, die ihn schon gespielt haben, und jetzt gibt es wieder eure Aufgabe, schreibt mir in die Kommentare, welches euer Lieblingsspieler von Borussia Dortmund ist, ob es an der Episode liegt, ob es an jetzt beispielsweise dem MVP der Episode liegt, mir vollkommen egal, einfach reinklatschen, und der kommt dann in die endgültige Elf von Ron Robert Zieler. Letztes Mal war es übrigens, ich glaube, David Alaba war es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, Gesamtrating von Borussia Dortmund, wir kommen dazu, und ich gebe Borussia Dortmund im Gesamtrating eine 8,5 von 10. Ihr seht es ja schon, eine sehr gute Mannschaft, offensiv extrem stark, defensiv extrem stark, leider mit etwas schlechtem Linksverteidiger, mit Schmelzer, der non-rare ist, allerdings ansonsten wirklich gut. Weidenfeld hat mir auch nie so wirklich gefallen, es gibt noch bessere Teams, deswegen 8,5 von 10. Mittelfeld kann man auch noch aufbessern, beispielsweise Kagawa mit Bender ersetzen, aber Kopfballstärke, und dann passt das auf jeden Fall. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein, vergesst nicht abzustimmen, und ciao.